In Schweinfurt ist es im Vorfeld eines Hardrock-Festivals zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Bis in die frühen Morgenstunden randalierten etwa 2000 meist betrunkene Fans in der Innenstadt. Dabei zerstörten sie Fensterscheiben, beschädigten Autos und legten Brände. Die Polizei nahm 35 Personen fest. Mindestens 63 Menschen wurden verletzt. Auch im Laufe des heutigen Tages kam es zu Krawallen.